Hi, na? Ah, die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Okay, was für ein Vorschlag? Okay, Fernand, was für ein Vorschlag? Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Hey, Fernand, meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Ein merkwürdiges Angebot. Ja, das ist es. Besser hätte man es nicht treffen können. Es ist irgendwie, ist jede in dieser Stadt so komisch, zwielichtig. Das ist ja furchtbar hier. Na gut, da oben haben wir nochmal was. Ist da was zum Lesen oder eine Objektbox? Ja, bloß eine kleine Box. Okay. Sie sieht vielleicht nach keiner großen Sache aus, aber es hat seinen ganz eigenen Rhythmus. So wie die Sonne. Was? Was auch immer. Solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Ich hab genügend. Also gibt es Osseram jetzt auch im Sonnenreich. Ich stehe auf und arbeite alles wie immer. Gibt es Osseram jetzt auch im Sonnenreich? Hm, ja, seit den letzten wie vielen Jahren? 4, 5? Ist ja erst seit gestern, wo Osseram hier sind. Da war noch eine Quest, genau. Der Typ dort oben. Was hat denn er? Sie ist einfach über den Zaun gelaufen. Diese Stadt ist wirklich merkwürdig. Ich glaube, ich gehe hier schnell wieder. Was willst du denn? Lahavis. Wieso guckst du da in den Fluss? Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich. Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Okay. Der Fluss war doch nicht tief genug, dass man seinen Kopf reinstecken kann. Wie soll sie sich da umgebracht haben? Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert? Das war doch bloß ein kleiner Bach. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg. Nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt. Doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall. Und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne. Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend, zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Mhm. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind. Spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen.
Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Wo sahst du sie? Gestern. War sie krank? Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber. Es macht ihr Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. Okay. Ja, gut, okay. Es ist knöchelhoch. Also wenn man es drauf anlegt, kann man sich ertränken drin, aber es ist schon... Man muss sich schon anstrengen, um das zu schaffen. Okay. Dort hinten ist noch eine neue Quest. Die holen wir uns noch. Und dann haben wir jede Menge zu tun, aber wir müssen erstmal Gawand finden. Dass wenigstens einer von den Verrückten hier weg ist. Du solltest hier nicht herumlungern. Was willst du von mir? Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden, was aber ein paar andere Sachen angeht. Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Das Gericht der Sonne. Ein nobleres Haus hätte man sich gar nicht wünschen können. Na, da bin ich, oh Gott, bin ich beinahe runtergefallen. Da bin ich mal gespannt, was sich das ergibt oder was sich daraus ergibt. Oh Gott, lasst mich bitte in Ruhe. Ich will nicht zwischen euch stehen, ansonsten quatscht ihr mich alle drei zu. Okay. Da, geh nach Hinweisen, nach Gawan nach. Genau, das machen wir jetzt zuerst. Der soll uns ja nicht entkommen. Dort hinten irgendwo. Ist das nicht die Taverne? Waren wir da nicht gerade eben? Wenn dieser Gawan hier vorbeigekommen ist, sollte ich mal in der Taverne fragen. Völlig unverdächtig. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ach so, jetzt. Einfach direkt hier schon umsehen. Jetzt verstehe ich. Das ist ein Wildschwein. Dort hinten steht jemand. Achso, das ist dieser Fernand. Okay. Was sehen wir hier? Hoffentlich hält die Waffenruhe. Ich will eigentlich. Was macht sie denn? Okay. Hier oben? Was ist das? Da hinten ist was. Handfesseln, Eisenlegierung. Toll, da bin ich doch gerade direkt drüber gelaufen. Hilfe. Jetzt. Wo liegen die denn? Ach, dort hinten. Deswegen habe ich die nicht gesehen. Hallo, Gawan. Die hast du nicht allein aufbekommen. Okay, ich hoffe mal nicht, dass du direkt in den Fluss gelatscht bist. Aber du wolltest nicht zum Hafen. Und du warst nicht allein. Oh, wie nett, dass er über die Brücke gelaufen ist, dass man schön seine Spuren verfolgen kann. Tja, dumm gelaufen. Aber wo will er denn hin? Was ist denn dort hinten? Will er... Wo ist das? Na gut, das kleine Häuschen wäre ein bisschen weit weg. Ich bin mal gespannt, wo uns das jetzt hinführt. Lichtenmarkt haben wir aber auf jeden Fall mal wieder verlassen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Die Stürmer sind verdammt nah an dem Tor. Ja gut, okay, man kann es zumachen, aber
Wenn da einer mal auf die Idee kommt, ein bisschen Ärger zu machen, dann hat man da auch keine Zeit mehr. Interessant. Was? Nix los? Lass doch... Wir können doch einfach alle in Frieden leben. Oh. Ich wollte euch ja aber bloß in Frieden nach oben. Was ist denn das da überhaupt? Und wo ist er denn hin? Ach, dort oben entlang. Das hier ist aber bloß so eine kleine Hütte. Ja, da wohnt ein Hase drin. Okay, den lassen wir mal in Ruhe. Die suchen mich. Ja, aber sie finden mich nicht. Hat Gabaran seine Freunde getroffen? Oder seine Feinde? Mir kann das wohl egal sein. Na gut, ich glaube, seine Feinde zu treffen sähe ein bisschen anders aus, oder? Dann wäre er hier nicht entlang gelatscht. Würde ich jetzt mal behaupten. Oha. Oh, okay. Hasif. Scheinbar doch seine Feinde. Anscheinend haben sie sich nicht besonders gefreut, ihn wiederzusehen. Das war's noch nicht. Wer einen Ausbruch aus Sonnenfels schafft, kann auch mein Messer vertragen, oder? Es gab keinen Ausbruch. Du bist ein Spitzel. Meridian hat dich zu uns geschickt. Das sind jetzt meine Geschäfte. Und ich lass mir nichts gefallen. Okay, krasser Typ. Ich glaube, es wird Zeit, ihm in den Kopf zu schießen. Wie jedem anderen davor. Nee, dem anderen haben wir nicht in den Kopf geschossen, aber da hatten wir keine Chance dazu. Hey! Freunde von dir, Gavan? Nicht ganz. Nur andere... Eine andere Partei, die seinen Kopf haben will. Und deinen Kopf. Allgemein will ich sehr gerne Köpfe haben. Wer ist denn das jetzt? Also, du bist einfach bloß ein Typ in Panik. Na gut. Beende deine Panik. Welche Deppen? Aber wieso überleben die immer... Oh Gott. Wieso überleben die immer mit 5 Leben? Das finde ich nicht so cool. Na, du? Was geht? Weg! Voll ins Knie! Ich war einst ein Schmuggler wie du, aber dann wurde mir ins Knie geschossen. Das brauche ich. Ein Pfeil ins Knie. So, Gavan, wie sieht's aus? Willst du dich auch sprengen? Du sollst mich nach Sonnenfels zurückbringen? Nein, nicht zurückbringen. Naja, Hasif hat das schon für dich erledigt. Janeva sagte, dir ging es immer nur um Scherben. Ist das wahr? Ich könnte alles behaupten. Kranke Mutter. Ich tat es für die armen Kinder. Es wäre gelogen. In dem Jahr, das ich im Käfig verbrachte, habe ich nur den Mord an der Wache bereut. Da haben sie mich erwischt. Nimm das mit nach Sonnenfels zurück. Okay. Damit haben wir die erledigt. Ich meine, das war jetzt eigentlich ganz gut. Damit haben wir die anderen Typen auch noch gleich erledigt. Die sind ja auch nicht wirklich so ganz toll gewesen. Passt also. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Na, dann Heiltrank, oder wie? Okay. Damit sind wir hier vorne erstmal am Ufer. Sieht schon krass aus. Was ist denn das dort hinten? Das ist das hier, oder? Ah, nee, das ist hier. Schwer zu sagen. Ich würde sagen, das ist hier. Da müsste dann davor nochmal eine Insel sein. Aber wobei, das müsste diese Insel sein. Das da oben ist das Ding. Aber, oh, da sieht man den Langhals. Aber in welcher Relation steht dieses Tor zu diesem Turm? Ich würde sagen, gleich weit weg. Nur mehr im Schatten. Und du fährst schon ein bisschen näher, aber der Turm ist ja auch hier oben. Und da müsste hier irgendwo das Tor sein. Wie sieht man das auf der Karte nicht? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das mal zu 100%. So, schön. Wie gesagt, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Und ich glaube... Den haben wir jetzt noch... Achso, klar, weil er das halt bloß dabei hatte. Ich glaube, dann gehen wir jetzt einfach direkt zurück nach Sonnenfels. Viele Kisten. Danke.
Wieso auch immer der so viel Gepäck dabei hatte. Aber mir soll's recht sein. Ja, wir können jetzt noch den Bereich hier erkunden. Das braucht aber doch nochmal eine ganze Weile. Und ich will heute nicht mal ganz so lange machen. Deswegen reisen wir kurz zurück zum Sonnenfels, geben die Quest ab und ich glaube, dann war es das auch schon mit der Aufnahme für heute. Wir haben ja doch schon wieder ein bisschen was geschafft. So, zurück in der Festung der Karja. Hier hinten ging es rein. Genau, so. Wir haben alle Verbrecher erfolgreich, ausgeschalten. Was gibt's als Belohnung? Das Karja-Sonnenreich weiß deine Hilfe in diesen Zeiten zu schätzen. Das ist der offizielle Satz. Ich sage, ich kann dir ansehen, dass du alles erledigt hast. Zwei sind nicht durch mich gestorben. Die andere wollte im Kampf sterben. Sie hätten ohnehin den Tod gefunden. Und andere getötet. Das dachte ich mir auch. Kluges Kind. Das war es dann wohl also. Geh im Licht. Okay, eine Belohnungskiste und ein bisschen Erfahrungspunkte. Ah, was war eine komische Zahl? 6670 Erfahrungspunkte? Weswegen auch immer. Na gut, ich nehme es definitiv. War eine interessante Quest, wir sind ein bisschen rumgekommen. Wir wurden ja jetzt auch theoretisch gezwungen, nach Lichtenmark zu gehen. Scheint auch keine wirklich große und interessante Stadt zu sein. Ach so, ja, okay, das ist hier. Das ist schon wieder hier in dieser Schlucht, bloß auf der anderen Seite. Ach, so blöd. Ja, aber wie gesagt, jetzt sind wir ja dazu gezwungen worden, hier entlang zu gehen. Und da gehen wir definitiv dann das nächste Mal auch nochmal ein bisschen weiter. Schauen uns dann hier nochmal in der Ecke um, da gibt es vielleicht auch noch das eine oder andere zu finden. Und ich glaube, dann gehen wir wirklich hier zur letzten Brutstätte und gehen dann, nach Schöpfers Ende. Weil ich glaube, hier hinzugehen, das wird wohl der Sonnenring sein. Und das wäre, glaube ich, die falsche Sache, weil dort geht es bestimmt noch weiter von der Hauptquest her. Wenn das hier, das müsste ja die Hochburg der Schattenkarja sein. Weil ansonsten gibt es hier halt auch nichts anderes. Und ich glaube, dort findet dann auch so ein bisschen der finale Kampf statt. Ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommen wird. Aber wir haben schon sehr viel erkundet. Also es kommt mir immer so vor, als wären wir irgendwo noch in der Mitte drin. Aber vielleicht ist es auch so. Vielleicht täusche ich mich da. Oder täusche ich mich eben nicht. Aber so von den Sachen, die wir machen können, sind wir schon relativ weit. Also es kann halt auch sein, dass wir schon sehr weit sind mit den Nebensachen und jetzt einfach bloß ein bisschen die Hauptstory voranbringen müssen. Wir werden sehen, da bin ich definitiv noch gespannt, vor allem was uns in Schöpfers Ende erwartet, wie final das wirklich sein wird und ob wir da die komische Frau finden werden und diesen Hades und ob wir herausfinden würden, was Zero Dawn ist und ob es noch irgendwas, irgendeine Bedeutung hat. Alles große Fragen, die wir heute auch, ja, nicht unbedingt beantwortet haben, aber noch ein paar mehr gestellt haben. Das ist das Nächste. Ja, aber ich bin gespannt. Langsam spitzt sich dann, glaube ich, zu. Wie gesagt, so die Nebensachen haben wir mal fertig. Wir haben aber auch lang genug dafür gearbeitet. Und dann können wir uns hoffentlich das nächste Mal dann wirklich auf die Hauptquest stürzen. Schauen wir mal. Ich bin definitiv noch gespannt und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Horizon Zero Dawn. Also dann, ciao!